So, machen wir den auch wieder so. Ja, machen wir auch erst nochmal so. Machen wir hier mal eine Kante rein, damit er immer nicht so die ganze Zeit so regelmäßig läuft. Ja, deswegen haben wir hier jetzt auch schon mal eine Kante rein. So. Zack. 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 So, genau. Sonst ist das alles hier Kerzen gerade abgeschnitten, sieht zwar relativ dämlich aus. Das wollen wir nicht. Deswegen kommt hier jetzt überall mal ein bisschen Kante rein, ein bisschen Ecken, ein bisschen anders immer mal. Auch hier wieder. Zack. Und zack. Und zack und zack. Wir machen es mal so. Den lassen wir jetzt gleich. Da drüben müssen wir gleich wieder zurück. So, das machen wir jetzt sowieso nur noch, bis hier unsere Erde weg ist. Und dann war's das. Gleich. So, den haben wir jetzt gerade erst verschoben, dann lassen wir den auch. So, und das war schon wieder alles an Erde. Dann haben wir jetzt aber hier auch ein bisschen schon Hang hin. Das kann sich jetzt alles wieder ein bisschen eingrünen. So, und hier unten herrscht jetzt natürlich vollkommene Monsterparty, das war klar. Das ist ja jetzt nur kein Wunder, dass sowas jetzt hier abgeht. Ja, hier ist ja jetzt auch Zappenduster überall. Ah, hast du gedacht?
Aua! Aua! Wo sind der Zombie jetzt hin? Ah, der ist tot. Wieso ist der tot? Shit, das ist unangenehm. Drei auf einmal finde ich ein bisschen fies. Okay. Jetzt gerade im Moment komplett verwirrt hier irgendwie. Da ich das hier zugemacht habe, sieht das alles so komisch und anders aus. Jetzt wäre das hier eine Stelle, bei der ich selbst irgendwie noch nie gewesen bin. Ist aber alles prinzipiell korrekt so. Mal jetzt alles hier mal ein bisschen ausleuchten. So, da ist nochmal eine Treppe nach oben. Das können wir jetzt mittlerweile auch haken. Hier sind wahrscheinlich immer noch Monster in der Nähe. Nein, geht. Schön. So, jetzt habe ich jetzt ziemlich viel Gedönse rumfliegen. Ja, ein bisschen was wegpacken. Ein bisschen was umräumen. So, viel Stein ist das jetzt auch nicht mehr, was wir jetzt hier noch haben. Und jetzt ist bei dieser Tiefe hier natürlich lustig. Im Moment fliegt jetzt dieser gesamte Felsen hier unten in der Luft. Und das mag ich ja gar nicht. Das heißt, ich muss den irgendwie, diesen Felsen bis auf den Meeresgrund runterziehen, und der ist natürlich ganz böse tief. Es ist natürlich ganz assi. Richtig ekelhaft tief hier. Das ist so tief, dass ich da vor allem nichts mehr sehe irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ansetzen soll. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, einfach ganz nach unten getaucht und habe auch unten angefangen, die Ringe zu ziehen. Und habe die dann immer weiter hochgezogen, bis ich irgendwann wieder oben war. Das ist ja hier wirklich schon verdammt tief. Ich sehe hier unten eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr. Es ist, was will ich mich beschweren? Ihr seht noch weniger. Das hier ist die tiefste Stelle, ne? Ja. Das ist die tiefste Stelle.
Oh, auftauchen zwischendurch nicht vergessen. Dann macht's nämlich gleich plopp. Aua. Aua. So. So, haben wir zur tiefsten Stelle den Kreis hier gezogen. Okay. Auch irgendwas, womit ich ansetzen kann. Null. Ist das ekelhaft. Gut. Während ich jetzt versuche, diesen Felsen hier zu ziehen. Auf dem letzten Meter sieht man dann aber was, wenn man ganz oben ist. Kann man was sehen. Aber in den Tiefen des Meeres, so dunkel ist, denn okay. Mist. Schon wieder auftauchen. Ja. Was soll ich sagen? Von euch aus gesehen sind die Wahlen mittlerweile rum. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Auf das, was da jetzt passieren wird oder nicht. Das weiß man ja im Vorfeld nicht, ob da jetzt was passiert. Den Bogen nehme ich immer mit. Ach Gott, ich sehe es einfach. Ich sehe nicht, wo ich bin. Dann verklicke ich mich. Ich bin wieder verklickt. So, im letzten Moment sieht man es gleich. Was ich gebaut habe. Jetzt ist es gerade hell genug. Oh. Da haben wir jetzt einen Rand. Da setzen wir jetzt wieder neu an. Oh, ich muss hier noch weiter rüber. Gut. Dann gehe ich jetzt einfach hier rüber. So, wenn ich erstmal so ein bisschen schräger habe, wird es zumindest
Scheiße, ein bisschen, na, übersichtlicher. Kacke. Ein Stein verschenkt. Ich wieder sonst wohin geklickt habe. Und ich ersauf schon wieder. Aua. Ja, bei mir daheim in meinem Städtchen ist jetzt aktuell gerade Herbstmarkt. Herbstmarkt heißt da dann immer, es ja, gibt ganz viele verschiedenste Marktstände zu allen möglichen Themen und ja. Es ist vor allem dann auch ein verkaufsoffener Sonntag. Ab und zu darf das ja mal. So häufig darf das nicht vorkommen, aber ab und zu ist erlaubt. Ja, das unten, da ist auch irgendwie ein Stein zu viel. Ja, und jetzt möchte ich was los, dann in The City. Und die nehmen sich das natürlich allesamt dann auch als Möglichkeit, da herumzuspringen und für die jeweilige Partei Werbung zu machen. Das heißt, wieder politisch mächtig was los in der Stadt. Großer SPD-Stand habe ich gesehen, die fröhlich Luftballons verteilen. Weil das auch so viel Sinn macht immer. Ich finde das immer schön, dass sie an Kinder Luftballons verteilen. Das kommt mir immer vor wie ein bisschen so, na meine Kleine, wie alt bist du denn? Oh, bist schon 6? Oh, hier hast du einen Luftballon. Und wenn du in 12 Jahren wählen darfst, dann erinnere dich dran, dass du heute einen Luftballon bekommen hast. Oder gibt es wirklich so Eltern, die sagen, ach, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Ach, guck, ach, die SPD, die hat meinem Kind einen Luftballon geschickt. Das sind ganz tolle Menschen, die wähle ich. Oder haben die einfach irgendwann in einem Anfall von Wahnsinn einen Riesenberg Luftballons bestellt und wissen jetzt nicht mal, was sie damit machen sollen? Hey, was geht? Wir haben wieder Wahlkampagne. Was machen wir? Scheiße, Wahlkampagne. Oh Gott, ist wieder Wahl. Ich hab keine Ahnung. Warte, ich geh mal in den Keller. Was? Ich geh mal in den Keller, ich bin gleich wieder da. Und was gibt's im Keller? Oh, ich hab Luftballons gefunden. Ich habe noch ganz viele Luftballons gefunden vom letzten Jahr. Lass uns die mal an Kinder verteilen. Okay. Gesagt, getan. Luftballons. Für Kinder. So läuft das bei denen. Das sieht total lustig aus von hier aus. Hier alles dunkelblau und hier, wo die ganzen Fackeln sind, so einem leichten Türkisblau. Wirklich saubere Grenze gezogen hier. Wo kommst du her? Hau mich nicht. In die Füße. Ins Gesicht. Kollege Flauschefuß. Spreng halt das Wasser, wenn du Spaß dran hast, du Vogel. Deppen. So. Die Mauer ist weg. Ah ne, da unten ist sie. Ja, sind ja weit gekommen. Sind ja weit gekommen. Ich wette, in der nächsten Folge kommen wir noch weiter. Ich sauf ab.